So. Wir haben Krater entlang. Ich habe zwar was angezündet, aber ich möchte vielleicht noch mal tauchen hier. Aber hier scheint wirklich nichts eingebaut zu sein. Man sieht weit und breit nichts, also dann lasse ich das hier. Schade, ne? Aber ich glaube, das würde nichts bringen. Wir müssen mal dringend bald auch wieder Federn sammeln. So aus Versehen G gedrückt. Ach, ich weiß auch nicht. Ne, ich nehme mal wieder das in die Hand, das ist besser. Wie wär's mal mit so einem. Ist da nichts drin? Ja, das ist auch so sinnvoll, das Ding da eben. Lass dich in Ruhe, Großer. Ich glaube, hier ist auch nichts eingebaut, oder? Da ist ein Fisch. Da sind Fische. Können wir den brauchen theoretisch schon. Dann kann man nicht gebrauchen. Hat er wieder reingeschmissen oder so, hat sich so angehört. Bestimmt nur in der Strandnähe, da in den Hauptstrand, da sind bestimmt nur Muscheln und so. Einige andere Gegenstände, ich weiß aber nicht, ob da noch was anderes rumliegt. Also nichts Besonderes, nichts Neues, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, jetzt wird es hier wieder deutlich kälter. In der Nähe unserer Base. Und wir haben immer noch so viele Logs da, aber das stimmt ja nicht alles. Weil irgendwo noch eine andere Baustelle ist. Haben wir ja schon. Die ich nicht weiß, ob ich die noch abreißen kann. Keine Ahnung. Wenn ich die überhaupt noch finden würde. Aber das hier sieht schon mal nach uns aus. Was macht er denn da? Ach, unser Osterfeuer hier. Boah, aber im Moment nicht an sein. Ich wollte gerade sagen. Ich habe schon gesucht, ich habe sie gesucht hier. Ach ja, unser Testgebiet hier. So, wollte gerade sagen, was nimmt ihr denn da? Das kann man bestimmt auch alles zerstören hier, aber
Sieht es auch nicht gerade schön aus. Wir haben es mal getestet, diese Sachen da, die kann man immer noch mal einbauen. Kann man das hier wegsprengen? Ich traue mich fast gar nicht, deswegen habe ich lieber gespeichert. Das ging schon mal nicht. Glaube, der ist super. Das klappt schon mal nicht, du. Das ist schon eher, wa? Obwohl das noch ein bisschen besser aussieht, würde ich sagen. Aha. So ein Mist. Sollte dich nicht verbrennen, du. Das sind auch neue Brennsounds, wenn er sich verbrennt. Aber wir müssen auch mal hier was anzünden. Wenn ihr da jetzt langläuft, dann habt ihr Pech. Hauen wir mal einen Fisch drauf. Obwohl, ich kann, hätte auch noch eine Muschel essen können, ne? Halt auch ein bisschen heilt. Bringt auch ein bisschen. Ja, das Durstgefühl macht es weniger, sagen wir mal. Sitt, kann man auch sagen. Toll, jetzt brauche ich gar nichts mehr braten, eigentlich. Der arme Fisch. Ist da eigentlich alles. Weiß ich nicht. Kann man zur Not noch nachladen. Na, wenn ihr da so, wenn der einmal reinläuft, habt ihr Pech. Wie gesagt. So, jetzt habe ich das gegessen. Na gut. Okay, das ist das hier und das ist das hier. Doch, hier brauchen wir noch 42. Nicht 88. Da hinten ist ja noch irgendwie eine andere Kackbaustelle. Und dann sieht das hier aber auch richtig aus, hier, die Plattform. Naja, es ist hier so ein bisschen. Der Weisheit letzter Schluss ist das sowieso nicht. Da muss hier irgendwo eine Tür dann auf jeden Fall hin. Das wird sowieso nicht schön. Naja, wir wollen mal weiter. Nämlich diese, keine Ahnung. Habt ihr nicht bei ihnen? Ah, der droppt einfach sowas. Brava Baum schon mal. Aber die rollen alle weg. Nein. Kriegen. Hoffe alle.
Bin ganz falsch hier gewesen. Liegen ja tatsächlich noch alle rum. Gut. Schon mal 8 weniger. Dann kommen noch die Wände und das Dach. Und dann kommt hier noch alles weitere. Und das ja alles gut aussieht. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, das machen wir ja nur mal zwischendurch, wenn wir nichts anderes zu tun haben. Und hier nicht wieder alles ändert. Und dann wird alles anders. 34. Können wir das auch abreißen hier? Können wir. Geht natürlich auf die Ausdauer, ganz klar. Wir brauchen eigentlich noch eine Bank oder so. Ja, sie haben es aber wenigstens mal gebaut. Aber das passt hier alles noch nicht. Den Scheiß hier würde ich auch gerne abreißen, aber es geht anscheinend nicht. Das ist natürlich doof. Dass man nicht alles abreißen kann. Muss ich doch nochmal Mod-AP testen, ob das dann funktioniert. Oder beim nächsten Forest-Update und dann nochmal Mod-AP nochmal updaten. Luft gefangen. Ach, es war sogar ein Fünferbaum. Ist doch ganz nett. Die Eichhörnchen haben bestimmt auch noch einmal eine Bedeutung. Wie gesagt, ich hätte mal gerne so ein bisschen ein paar Spinnen und die auch was bringen vielleicht oder dass man aus Krokodilen noch irgendwas machen kann oder ein bisschen mehr Sinn für die Wildschweine haben hat. Oder ein paar Frösche noch. Und wirklich Bären, also das Tier, der Bär. Wie Bear Grylls ungefähr. Im Englischen halt. Das wäre hier nicht schlecht. Würde hier auch hinpassen. Aha, da oben. Da war ein Gronken Sarazar auch mal. Haben sich da ein bisschen hingebackt. Man möchte ja nicht alles nachmachen. Ja, heute ist, wenn ihr die Folge seht, ist wohl der 15.9. Am 17.9. kommt auch wieder eine Folge, ganz normal. Und auch wieder am 19. am 21. aber auch am 18. Weil zwischen den 17. und 18. kommt wieder ein Update. Die 0.24. Aha. Irgendwie ist das immer dann genau nicht unseren Rhythmus entsprechend. Ich hätte ja auch, könnte ja auch immer einen Tag warten und so, aber dann kommt mal kein Forest und so, das ist dann auch blöd und da das auch einige interessiert mit den Updates, will ich das immer sehr aktuell halten und dann gibt es halt immer nur eine Folge extra. Macht ja nichts. Früher kam das Let's Play ja auch mal täglich. Von daher seid ihr ja schon anderes gewohnt. Aber keine Ausdauer. So,
Plattform, die hätten wir bald mal. Wo ist der andere Baumstamm hingerollt? Gleicht sich wohl wieder aus. Einer ist verschwunden jetzt scheinbar und vorhin hatten wir dafür einen fünften. Nummer 5. Ja, ich weiß nicht, wo der andere jetzt hin ist. Da. Gut, da noch gesehen. Aber ich hätte jetzt nicht ewig danach gesucht. Wenn das Update kommt oder so, dann vielleicht wachsen ja wieder neue Bäume. Man weiß es nicht. Teilweise ist es manchmal so. Das müsste man auch noch so Setzlinge hinmachen können. Das kann von mir aus auch ein bisschen dauern, aber dass man auch sieht, dass die so wachsen, so ein bisschen. Dass erstmal irgendwann so Sträucher sind und dann. Nach einiger Spielzeit, ich weiß nicht hier, nach 2 Stunden Spielzeit, dass dann die Bäume gewachsen sind oder so. Irgendwie sowas würde ich hier einbauen. Würde ich gut finden. So ein paar Bierchen essen. Sie fast angehört wie Bierchen, hm? So, das nächste Opfer hier. Und hier ist ein bisschen ruhiger, aber manchmal kommen ja auch ein paar Gegner. Aber wir müssen ja mal eine Behausung haben. Wie gesagt, und ich will, dass auch mal das alles abgerissen werden kann, dass man alle Stickmarker benennen kann und so. Also hier fehlen noch einige Funktionen, die ganz hilfreich wären. Und natürlich viele Bugs sind immer noch da. Viele Bugs Bunnies, nein. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich den geholzt habe. Da. Das geht echt auf die Ausdauer. Aber Logsled, sagt sich, lohnt sich gar nicht so. Vielleicht doch. Aber kannst auch immer nur 7 mitnehmen. Ist auch eine ungerade Zahl. Ist auch alles ein bisschen Käse, du. Aber nur noch 17 Stück, du. Passen, wie die immer so fallen, ne? Apropos fallen, wir brauchen hier vielleicht noch irgendwann fallen. Es wird dunkel, muss gleich Feierabend machen. Also der Typ hier, der muss gerne mal pennen. Oh, nochmal 3 Stück. Okay. Es wird aber auch schnell dunkel, schwarz wie die Nacht. Ist ja auch nachts, naja. Oh Mann. Wenn im Look. Da ist der Muck. Auch mal detaillierter geworden. Imagine Dragons. Ja, Kollege. Der Mond ist, der zieht sich zu. Beziehungsweise die Wolken. 12 Stück nur noch. Oh. Haben wieder einiges geschafft. Aber jetzt kann der endlich schlafen. Dann packe ich mal das darauf. Warum kann man das nicht mehr raufpacken da? Braucht man das gar nicht mehr abkochen? Dann trinke ich das. Pech.
Finde ich auch ein bisschen doof, dass es nicht mehr so richtig geht. Verstehe ich nicht. Das ist noch nicht der Weisheitsletzter Schluss, wieder mal. Kannst das trinken, aber kannst das nicht abkochen. Gut, Regenwasser kannst du aber einfach so trinken. Ja, auch eine Schildkröte. Okay, dann können wir ja einfach was hinbauen hier. Water Collector. So, halten wir das wenigstens. Dann kann ich nochmal speichern. Und dann wird es hier weitergehen.